Wir sind daheim bei uns in der Scheure und testen heute mal das Equipment wieder aus, weil es ist doch schon ein Moment her, wo wir alle zusammen mit dem Ofenbänkchen unterwegs waren. Noch ohne Schaufel sollen jetzt gemütlich werden. Aber wir müssen schnell testen, ob alles funktioniert. Vor allem beim neuen In-Ear-Monitoring. Was haben wir denn? Ja, In-Ear-Monitor-Kopfhörer. Genau. Genau, die haben wir. Dass wir besser hören und die nicht immer aus dem Ohr kriegen. Das sind jetzt die In-Ear-Monitoring-Kopfhörer. Also die genau gleichen, wie zum Beispiel ein Gitarrist auch drin hat. Warum brauchen wir die? Zwar, dass man sich selber gut hört beim Schwätzen, wenn man ins Mikrofon schwätzt, zum noch nicht zu weit weg sein, dass es leislig ist, dass nur euch die Soundqualität perfekt ist. Noch ein bisschen Schleichwerbung. Mendig am Morgen. Gestern sind wir ein Sofabänkchen aufnehmen. Sehr interessant gewesen. Was genau dabei rausgekommen ist und über was es geht, das seht ihr dann Anfang November auf unserem neuen YouTube-Kanal Ofenbänkli. So, den Mistschieber, den er jetzt gesagt hat, den lassen wir mehrmals am Tag laufen. Es ist wichtig, dass die Laufgänge, da wo die Kühe und drin laufen, sauber sind. Wegen der Klauenkrankheiten, dass sie einfach wirklich unten nicht im Dreck stehen. Und der Mistschieber da geht auf Höhe und der Mist geht hier in den Kanal rein und wird dann mit einer Pumpe ins Güllenloch gespült. Von diesem Mistschieber haben wir zwei, einen hier. Die Gängel hier müssen wir einmal von Hand rausscharen. Das ist Handarbeit. Das Gängel dort auch. Und dann hat es hier auch noch mal einen. Der geht den gleichen Kanal rein. Und dann schieben wir hier eine Sicherung, also eine Widerstandssicherung. Wenn jetzt noch einmal ein Bein von einem Tier dazwischen sieht, dann stellt er ab. Das seht ihr jetzt gerade, wenn der hinten ansteht, auch. Der hat so eine Überlastsicherung drin. Jetzt ist er dahinter, jetzt geht er zurück. Das Gleiche passiert eben auch, wenn irgendetwas im Weg ist. Die Pumpe, die diesen Kanal spielt und die Schieber reinlaufen, die brauchen wir gleichzeitig auch noch, um die Kanäle zu spüren, die in den Laufhöfen sind. Da tun wir auch alle Mist von Hand runterschoren. Und die können wir mit diesem Teil hier steuern, die Pumpe. Die Fernbedienung. Der Agropilot. Wenn man hier ausschaltet, dann steht die Pumpe ab. Hier in diesem Schächtel. Jetzt haben wir noch ein bisschen Wasser drin. Kann man umschalten, welche Kanäle wir spülen wollen. Jetzt wollen wir die Laufe spülen. Dann müssen wir umstellen. So, morgen. Den mit dem Mistschieber tut man täglich fast zweimal spülen. Immer wenn der Schieber läuft. Und den hier tun wir so alle drei Tage. Das reicht. Und das passiert, wenn ich hier den Knopf drücke. Und das läuft dann vorne ins Güllenloch. Komm raus. So sieht es aus, wenn der Stall fertig ist. Gestreut. Geputzt. Sie sind am Fressen. Dann ist meistens Ruhe. Hier sind alle am Fressen. Hier lassen wir sie jetzt auffressen auf dieser Seite und dann gibt es dann noch neues Futter. Ja, ich habe einen Gehörschutz an. Aber nicht, weil es laut ist, sondern weil ich am Morgen gerne schlafen Radio los. Das ist die einfachste Variante. Jetzt gehen wir noch zusammen das Kälbchen markieren. Das ist gestern auf die Welt gekommen und das muss angemeldet werden bei der Tierverkehrsdatenbank, dass es Identität hat. Wenn ein Kalb auf die Welt kommt, kommt es eine Nummer über. Dann können wir bei der Tierverkehrsdatenbank einen Satz bestellen. Die sind dann vornummeriert. Keine Kuh oder kein Kalb in der Schweiz hat die gleiche Nummer. Und jetzt ist das nächste hier auf dem Ding ist 27, 69, 27. Hier kommt 69, 28, 29, 30. Seht ihr.
Und dann steht da hinten drauf noch, wem das Tier gehört. In dem Fall jetzt bei uns ist das Meer. Tierhaltergemeinschaft Leimen aus Weislingen. Jetzt kommt das Kalb, Nummer 6927 über. Wenn ihr das rausnehmen, dann werden die Tierdaten geladen. Ich hoffe, man sieht es irgendwie einigermaßen. Dann mache ich hier Meldungen. Geburtsmeldung. Jetzt ist das Kalb gestern auf die Welt gekommen, 3. Oktober. Das kann ich alles eingeben. Dann die Nummern, die noch verfügbar sind, sind hier hinterlegt. 6927. Rasse. Seht ihr, wie viele Rassen es da gibt? Bagyu. Das Mädchen ist schwarz. Da. Geschlecht weiblich. Dann die Mutter. Das ist jetzt in diesem Fall, das weiss ich, ist die Luana. Die hat 0846. Die ist da auch schon hinterlegt, weil sie... Seht ihr jetzt zum Beispiel hier, jetzt hat sie 0846, aber die hat eine andere Nummer da vorne. Das ist keine von uns, das ist eine, die bei uns einfach in den Ferien ist. Eben hier nehmen wir die Luana. Dann der Vater, weiss ich, das ist der Ito Maibi. Das ist ein Stier aus Deutschland. Da muss ich hier den Rassencode eingeben. DE. Und dann hat er eine Nummer, die zählt. Das wäre 009. 45, 26, dann 84, 86, 84, 86, Punkt 9. Gut, dann ich bin der Mutter in Schweiz, das ist meine Zuchtorganisation. Die legen das hinterlegen. Name vom Kalb haben wir auch schon abgemacht, das ist Luisa. Auch das angeschrieben. Das hat meine Schwägerin, die Angie, die ist gestern dabei gewesen, beim Kalberet. Die will den Namen. Gut, dann. Leicht habe ich mithelfen, dass es gekommen ist. Und Geburtsgewicht schätzen wir ein bisschen schätzen. Das hat etwa, sage ich jetzt, 38 Kilo. Das war ein bisschen leicht. Und dann tun wir hier noch eingeben, wenn es besäumt worden ist. Am 29. 29. Blödsinn. Am 18.12. 18. Dezember. Das will er jetzt nicht. Am 18. Dezember 2020. Das muss noch rein. Und dann nachher wär's das schon. Dann kann ich die Meldung übermitteln. Und gut ist. Und das mit dem Markieren kommt also nicht von uns Bauern aus. Das ist obligatorisch. Jedes Tier muss 2 Ohrmarken im Ohr haben. Das ist verpflichtend. Und wenn wir eine Kontrolle haben und einem eine Ohrmarke fehlt, dann gibt es Probleme. Es kann Strafen geben und Abzüge von den Direktzahlungen. Also, wenn ihr einmal das Gefühl habt, die kleinen Kälbchen sehen aus wie ein Weihnachtsbaum, ist das nicht unsere Schuld, sondern das Gesetz fordert das. So, und jetzt hat Luisa die Nummer 6927 und ist somit das Leben lang mit dieser Nummer unterwegs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns, liket uns. Wir haben die 3000 Abonnenten. Und geht auch auf Instagram, dort haben wir auch ein Konto, können uns dort folgen. Da gibt es auch noch ein bisschen Zwischeninformationen und wir haben fürs Ofenbänkli einen eigenen Instagram-Kanal unter Ofenbänkli. Also Ofen mit AE geschrieben. Ofenbänkli. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.